Am Sonntag lief Folge 4 von Bosetti Late Night und hier kommt die dazugehörige Kommentarspalte. Bei Bosetti Late Night ging es um die Brandmauer gegen Rechtsextremismus und konkret gegen die AfD. Zu Gast waren Colleen Ullmann-Fernandes. Und dann heißt es, das stimmt überhaupt nicht, dass die Zahlen habt ihr euch ausgedacht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen, ihr lügt doch alle. Und ich habe diese Zahlen von der Seite der AfD. Jagoda Marinic. Okay, alle sind schuld und was ist mit uns? Und Thomas Kemmerich, der 2020 für einen Monat Ministerpräsident in Thüringen war, sein Amt aber wieder abgeben musste, weil er sich durch Stimmen der AfD hatte wählen lassen. War das ein Fehler von Ihnen oder nicht? Nein, es war kein Fehler. Die Wahl anzunehmen war kein Fehler? Nein. Martin Stölting 2707 schreibt dazu, stabile Atzen bei dir im Publikum und du filetierst den Schlangenstiefelmann auch ganz ansehnlich. Das ist ein sehr poetischer Kommentar, aber ich kann dir versichern, dass es nicht mein Ziel war, jemanden zu filetieren. Ich hatte vielmehr die Hoffnung, dass sich Herr Kemmerich an der Überlegung beteiligen würde, wie wir am besten unsere Demokratie beschützen. Und das hat er ja zumindest zum Teil auch getan, auch wenn ich ein bisschen enttäuscht war von seiner mangelnden Selbstkritik. Naja. Heinrich Wahl 6733 schreibt, Frau Bosetti wäre auch eine willfährige Aktivistin des Propagandasystems unter Josef Goebbels gewesen, denn die Hetzerfähigkeiten von Sarah Bosetti hätte Josef Goebbels mit Sicherheit für seine Judenhetze eingesetzt. Hetzen in Deutschland ist heute wie damals Regierungsprogramm. Du hast natürlich mit allem recht, aber könntest du nicht irgendwo in deinem Beitrag das Wort Hetze unterbringen? Das fehlt mir ein bisschen. Freedom 8480 schreibt, ich halte nichts von der FDP, der Kemmerich ist mir auch alles andere als sympathisch, aber Respekt dafür, dass er sich dieser Runde gestellt hat. Dem schließe ich mich an, wobei man natürlich auch sehen muss, dass PolitikerInnen im Wahlkampf nicht funktionieren, wenn sie nicht auch an Talkrunden teilnehmen. Lu 2003 schreibt, die Gespräche müssten so viel länger sein und wenn ihr keine Sendezeit mehr habt, dann verlagert den Rest doch auf YouTube. Es haben viele geschrieben und ich muss mich auch sehr an die begrenzte Sendezeit gewöhnen. Vielleicht machen wir das wirklich mal, dass das Gespräch auf YouTube einfach fortgeführt wird. Was es nächste Woche auf jeden Fall noch hier auf YouTube geben wird, ist eine ausführliche Version des Interviews mit Hedwig Richter, der Historikerin, die als Einspieler in der Sendung war. Da mussten wir nämlich auch viel zu viel wegschneiden. The Real Ping Ting schreibt, muss man eigentlich eine Gesinnungsprüfung ablegen, bevor man als Zuschauer bei dieser Sozialistenpropaganda teilnehmen darf? Nein, man darf ganz ohne Gesinnungsprüfung an dieser Sozialistenpropaganda teilnehmen. Aber mir ist auch aufgefallen, dass es da oft große Einigkeit gibt im Publikum. Bei der Frage, ob man die Brandmauer zum Faschismus aufrechterhalten soll, finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Immerhin geht es dabei ja nicht darum, ob man politisch links oder rechts eingestellt ist, sondern nur darum, ob man demokratisch oder antidemokratisch eingestellt ist und darum, ob man die Gefahr, die zum Beispiel von der AfD ausgeht, erkennt. Aber ja, es kann schon sein, dass da ausschließlich linksgrüne Flummis im Publikum sitzen. Ich finde das auch nicht gut. Aber ihr wisst ja, es gibt nur einen Weg, das zu ändern. Ihr Nicht-Linken, Nicht-Grünen, kommt vorbei. Ihr seid mehr als willkommen. Tickets gibt's unter diesem Link. Kann sein, dass die nächsten ein, zwei Sendungen schon voll sind, aber ihr findet bestimmt einen Termin. Bitte kommt vorbei. Klatscht an anderen Stellen als die anderen. Stellt euch ans offene Mikrofon und sagt, was ihr denkt. Und ein Mensch mit unleserlichem Usernamen schreibt, meine ernst gemeinte Frage, wo genau ist jetzt das Problem, dass er mit Stimmen der AfD gewählt wurde? Es wäre vielleicht kein Problem, wenn es nur diese eine Wahl gäbe. Wenn er wirklich nicht um Stimmen der AfD geworben hätte, wenn er eine Minderheitsregierung mit Grünen und SPD gebildet und dann für immer regiert hätte. Aber so ist es ja nicht. Denn 5 Jahre später gibt es ja wieder eine Wahl. Das weiß die AfD und das weiß Herr Kemmerich. Und wenn er ahnt, dass er die nächste Wahl wieder nur mit Stimmen der AfD gewinnen kann, dann ist die Versuchung viel zu groß, vielleicht doch ein ganz kleines bisschen um ihre Stimmen zu werben. Zumindest allzu viel vor den Kopf stoßen will er sie dann nicht. Also keine politischen Entscheidungen treffen, die der AfD gegen den Strich gehen würden. Und bumm, schon hat die AfD politische Macht. Das war die Kommentarspalte für heute. Und am Mittwoch gibt es wieder eine neue Folge von Bosetti will reden. Bis dann.